Unter dem Titel Wertsachen haben wir uns beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt, in Form von Interviews mit Expertinnen und Experten mit der wichtigen Frage, warum der Markt für wiederverwerteten Kunststoff nicht so läuft, wie er laufen müsste, um die Einsatzquote von Rezyklaten signifikant zu steigern. Die Zahl ist bekannt, ich nenne sie trotzdem nochmal. Es werden rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr zu Produkten verarbeitet, weltweit, 400 Millionen. Und etwas unter 10% davon nur, weniger als 10% weltweit, in Deutschland sind es etwas über 13%, also knapp besser, aber nicht wirklich signifikant besser, besteht aus Rezyklaten, also aus wiederverwertetem Kunststoff. 10% von 400 Millionen Tonnen. Und das erscheint uns zum einen wenig, das muss deutlich gesteigert werden, um das Kunststoffabfallproblem, das die damit verursachten Umweltschäden zu reduzieren. Und zum anderen haben wir uns dann auch gefragt, woran liegt das eigentlich? Da gibt es unterschiedliche Gründe, über die wird heute zu reden sein. Aber es ist schon auffällig, dass auf der einen Seite die Recyclingindustrie mangelnde Absatzchancen beklagt und auf der anderen Seite die anwendende Industrie sagt, wir kriegen von der Recyclingindustrie nicht in ausreichender Menge und in ausreichender Qualität die Materialien, die wir benötigen. Offensichtlich gibt es hier eine Art Marktversagen, eine Art Dysfunktionalität in dem Kunststoffmarkt und das ist das Thema, mit dem wir uns hier sehr stark in diesem jüngsten Themenreport beschäftigen. Wir machen jetzt drei Online-Veranstaltungen dazu, um dazu auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, als Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Und deswegen würde ich jetzt gerne Ihnen Christian Schiller vorstellen. Christian ist der Gründer und auch Geschäftsführer von Surplus. Und Surplus ist nichts anderes als ein Start-up, das sich auf den Weg gemacht hat, einen globalen und digitalen Marktplatz für wiederverwerteten Kunststoff, für zirkuläre Kunststoffe zu schaffen, mit dem Ziel, Nachfrage und Angebot passgenauer als bisher zusammenzubringen. Christian ist ein Gründer mit Haut und Haaren. Es ist nicht sein erstes Start-up. Er hat vorher schon mal gegründet. BlaBlaCar kennen Sie vielleicht, Europas größte Mietfahrzentrale, trägt ebenfalls Christians Handschrift. Er weiß also, wie man digitale Angebote sozusagen bedarfsgerecht, verbrauchergerecht auch gestaltet. Und der Weg zum Kunststoff, wie er den gefunden hat, kann er dann vielleicht nochmal selbst erzählen. Eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und es ist halt so, wir haben ihn gerne zu diesem Webinar eingeladen und haben ihn auch gebeten, Co-Autor vom aktuellen Polyproblemreport zu sein. Er ist er, wir haben das gemeinsam verfasst, die Publikation, weil er eben sozusagen als derjenige, der einen Marktplatz anbietet, nicht selbst Teil der Wertschöpfungskette ist. Aber dadurch einen ziemlich guten Überblick hat über die Marktmechanismen, solche, die funktionieren und solche, die eben noch nicht hinreichend funktionieren. Christian, du bist startklar. Wir freuen uns, dass du da bist, sind total gespannt auf deinen Input. Deine Bühne, leg los. Also dann, lieber Uwe, liebe Sarah, Marius, Anne, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute hier sein zu können und danke an alle Teilnehmer. Es ist ja, der Raum ist voll, wie ich das sehen kann. Ich wusste gar nicht, dass Zoom ein 100-Leute-Limit hat. Das freut mich also sehr, dass es ein solches Interesse an dem Thema gibt. Und ja, wie Uwe schon sagte, ich bin zur Röckling-Stiftung gekommen durch das Engagement im Markt mit meinem Startup. Und hat mich sehr gefreut, als Uwe dann auf mich zukam und gesagt hat, Christian, Mensch, du sprichst doch die ganze Zeit mit der Wertschöpfung. Können wir mal einen schärferen Blick jetzt werfen auf das Thema Problembewusstsein ist jetzt, hat jetzt, haben jetzt viele schon, wie können wir mal in die Lösung, in den Lösungsbereich kommen? Und das habe ich sehr gerne getan. Und dann mit Uwe eben auch, wenn Sie den Polyproblemreport gelesen haben, insbesondere mal einen Blick in einen optimistischen Blick in die Zukunft geworfen, wie denn die Kunststoffwirtschaft, die Recyclingwirtschaft der Zukunft aussehen kann und das gegenübergestellt auf, wie es denn heute läuft und daraus versucht, ja, Handlungsempfehlungen zu entwerfen, die der ein oder andere von Ihnen sicher schon in der einen oder anderen Form gesehen hat und aber auch, ja, Impulse zu geben, welcher Bereich vor allen Dingen auch unterbeleuchtet ist. Und gerade der Bereich Digitalisierung und Transparenz, das wird Sie jetzt wenig überraschen als Betreiber eines digitalen Marktplatzes, ist aus meiner Sicht eher einer, der in der Debatte weniger vorkommt, Digitalisierung. Gerade erst zuletzt habe ich eine Stellungnahme des BDEs gesehen auf dem Internationalen Kongress der Entsorgungsverbände und Herr Kurt hat die zentralen Punkte, der eine für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft
im Kunststoffbereich angemerkt, aus der Position des BDEs, leider fehlte Digitalisierung, darauf habe ich ihn natürlich auch angesprochen, aus meiner Sicht also einer der ganz wesentlichen Punkte, denn Digitalisierung ist ein Schlüssel in meinen Augen, um Transparenzen im Markt zu ermöglichen und gleichzeitig, was Sie als Zuhörer ja auch schon als in Ihrer überwältigenden Mehrheit angegeben hat, als vielleicht der wichtigste Punkt jetzt, die wichtigste Maßnahme, Innovationen zu fördern, um Qualitäten und Mengen im Markt zu verbessern. Dazu komme ich gleich, denn tatsächlich sehe ich auch hier eine Rolle für Digitalisierung, wenn es darum geht, zum Beispiel Bedarfe, Spezifikationen transparent zu machen, um dem Markt Signale zu geben, dem Recyclingmarkt und dem Investitionsmarkt, wo geht die Reise denn überhaupt hin? Worauf kann ich mich verlassen, wenn ich jetzt in meine Anlagentechnik investiere? Weiß ich dann auch, dass ich die Mehrkosten, die ich jetzt im Prozess und in der Forschung und Entwicklung habe, dass ich sie auch dann perspektivisch umgesetzt bekomme auf meinen Endabnehmer, der dann bereit ist, auf diesen Preis zu zahlen. Dazu dann also so gleich mehr. Ich freue mich jetzt, die nächsten 45 Minuten mit Ihnen zu gestalten und freue mich auch auf Ihre Fragen, denn da bin ich sicher, werden wir auch ein paar kontroverse Punkte diskutieren können. Eins noch vorweg. Der Titel heißt ja auch, wie sich der Recyclingmarkt verändern muss. Recycling heißt also aus unserer Sicht ganz klar, fängt der ja an bei der Kunststofferzeugung. Und wenn Sie den Polyproblem lesen, das ich nur nochmal empfehlen kann, dann sehen Sie auch, dass in der Version oder in der Vision, wie wir sie formuliert haben, ja auch ganz klar Verantwortung in der Wertschöpfungskette ganz vorne anfängt. Ja, also das ist nicht etwa so zu verstehen, dass wir hier oder dass ich persönlich auch denke, das ist eine Aufgabe, das haben Recycler zu lösen und die anderen können sich zurücklehnen. Am Ende bedarf es halt der gesamten Wertschöpfungskette und deswegen freut es mich, wie gesagt, auch, dass hier wir heute vor allen Dingen so viele zahlreiche Vertreter aus der Wirtschaft sind. Also jetzt genug der einleitenden Worte. Steigen wir ein. Surplus, für wer sich schon immer gefragt hat, woher dieser Name kommt, im Deutschen ja manchmal etwas unaussprechlich. Eigentlich kam der aus der Idee Circular Plastics, beziehungsweise das Wortspiel aus dem Englischen Surplus, Mehrwert, also mit S-U-R, so also mal als kleine Anekdote am Rande. So, das ist natürlich der Kontext. Den Slide werden Sie auch die meisten von Ihnen in der einen oder anderen Weise auch schon gesehen haben. Ich denke aber trotzdem, dass es immer wieder Sinn macht, das nochmal vor Augen zu führen, auch wie die Dramatik der Situation zunimmt. Die letzten Zahlen sind also die, dass der Kunststoffabfalleintrag in die Umwelt mittlerweile bei 15 Millionen Tonnen taxiert wird pro Jahr. Das ist mehr als die gesamte in Deutschland verarbeitete Kunststoffmenge pro Jahr. Das heißt also, würde man alle Industrien in Deutschland zusammennehmen und all die Spritzgussteile, Verpackungen, die in Deutschland verarbeitet werden, an die Ostsee und Nordsee fahren und da reinkippen, das ist immer noch nicht genug, um den gesamten Kunststoffabfall, der in die Weltmeere gelangt, zu erfassen, der jedes Jahr wirklich liegt in die Umwelt. Also das ist eigentlich, ja, kann man nicht anders sagen, ein Skandal und ist auch etwas, das meines Erachtens in der Betrachtung der Debatte natürlich immer wieder vorkommt, aber wir auch gerade erst beginnen zu verstehen, welche Auswirkungen das auf Biodiversität und menschliche Gesundheit eigentlich hat. Dazu aber noch separat. Also 15 Millionen Tonnen Abfälle in den Umwelt, wir haben also ein Problem, welche die Gründe, auf die wir auch schon tiefer eingehen im Polyproblem-Report, wir wissen, dass mit Kunststoff heute ineffizient gewirtschaftet wird, obwohl das so ein faszinierend toller Wertstoff ist. Das Problem kennen Sie, es fehlt in der Vergangenheit oft der ökonomische Anreiz, um recycelte Ware einzusetzen, denn wenn man investierte in die Ware, dann die neue Ware schlägt halt die recycelte Ware. Und dann sagt sich der Einkäufer bei Beiersdorf und BMW halt am Zweifelsfall qualitativ nicht 100% und teurer, mache ich nicht. Wo keine Nachfrage, da auch keine Investition in Forschung und Entwicklung. Sie haben es ja selber als Teilnehmer gerade mit abgestimmt, dass Qualität und Quantitäten vielleicht der wichtigste Hebel sind, um den Rezyklatemarkt in Gang zu kriegen. Das eine hängt natürlich fundamental mit dem anderen zusammen. Wie gesagt, wo keine Nachfrage, wo keine Zahlungsbereitschaft, wer investiert dann schon in diesen Markt? Wer investiert in diese Technologien? Weswegen wir es ja in vielen Bereichen mit heute mit entweder teilweise veralteten Technologien zu tun haben oder mit gerade im Hinblick auf das chemische Recycling, physikalische Recycling mit Verfahren, die noch nicht die Marktreife erzeugt haben, um wirklich massenhaft den Rezyklatebedarf im Markt zu bedienen. Und eben der dritte Aspekt. Das ist ganz interessant, das ist von der Roland-Berger-Stiftung einen Auftrag gegeben von vor 3 Jahren, der gerade der Kreislaufwirtschaft und der Kunststoffwirtschaft fehlende digitale Readiness attestiert. Also was heißt digitale Readiness am Ende des Tages? Ja, dass halt die
ja, dass the way of doing business heute noch weitestgehend nicht digital erfolgt oder Digitalisierung in den Unternehmen oftmals begriffen wird wie ein Binnen-, ein Silo-Projekt. Man redet dann über die digitalen Zwillinge, man redet über die Digitalisierung des Bestellbeschaffungssoftware, Oracle, SAP etc. Aber wenn es dann um Schnittstellen geht an die äußere Welt, Transaktionsplattformen, Blockchain, KI-basierte Optimierung der Einkaufsprozesse, da hört es dann meistens auf. Ich erinnere mich noch sehr genau, als ich auf der K-Messe eingeladen war, zu sprechen zu dem Thema, da prallten so richtig die Welten aufeinander, als ich auf dem Podium saß und ich glaube, es war der Geschäftsführer von Wittmann Wattenfeld und der meinte dann, ja, Digitalisierung hört bei mir am Werkstor auf. So. Und das war dann so, dass da fängt die ja für Surplus eigentlich erst an. Also das sozusagen, das war auch Ausgangspunkt für die Gründung von Surplus von vor jetzt etwas über 2 Jahren, im Dezember 2018. Das deutsche Verpackungsgesetz warf auch seinen Schatten voraus, der Paragraph 21, und damit mit der ja etwas semi-naiven Vorstellung, die man als Gründer sicher haben muss, um in einem so schwierigen Bereich zu gründen, die Vorstellung, bauen wir also einen Marktplatz, den jetzt Kunststoffverarbeiter und Marken in Verkehrbringer von Verpackung gezwungen werden, in Zukunft perspektivisch mehr Rezyklate einzusetzen und mehr auf Recyclingfähigkeit zu achten, na, dann müssen sie ja, dann wird ja der Bedarf an Rezyklaten steigen. Also bauen wir eine, in diese Bresche springt einen digitalen Marktplatz, um diese Transaktion jetzt gleich zu digitalisieren, wenn die Kunden sowieso ihre Supply Chain ganz neu aufstellen müssen, wo sie in der Vergangenheit eben bei BASF, Borealis und Dow angerufen haben, um zu sagen, hey, ich brauche meine 20.000 Tonnen HDPE, musste man sich jetzt zum ersten Mal ernsthaft damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich, an wen wende ich mich überhaupt, wenn ich meinen großen Bedarf an Kunststoffen jetzt decken will mit Rezyklat. Tatsächlich war hier einer der Ersten, der die Plattformidee mit ins Spiel gebracht hat und mit mir diskutiert hat, der leider verstorbene Rüdiger Baunemann von Plastics Europe, der sagte zu mir damals offen, ja, Herr Schiller, wir haben das Thema auch ein Stück weit verschlafen und wir würden jetzt auch in dem ersten Schritt erstmal eine Art Lay of the Land brauchen, also erstmal zu wissen, wer kann eigentlich was in welchen Mengen und zwar idealerweise bis runter zum Abfall, zur Abfallerzeugung, nicht nur bis zum Werkstor des Recyclers. Und das war so einer der Ausgangspunkte, warum wir gesagt haben, okay, da machen dann Plattformen auch Sinn. Und das ist auch durch die viele Gespräche, durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch eigentlich immer wieder bestätigt worden, bis hin zu dem Punkt, wo ja, Teilnehmer der Wertschöpfungskette dann gesagt haben, doch, machen wir lieber selber so eine Plattform. Das ist jetzt an der einen oder anderen Stelle schon passiert, dass sowohl aus der Abfall- und Recyclingwirtschaft als auch aus der Kunststoffverarbeitung bis hin zur Kunststofferzeugung gesagt hat, eine Plattform. Schön, gute Sache, aber die will ich selber bauen. Wir stellen uns dem Wettbewerb, von daher ist ja auch eigentlich grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass diese Problembewusstsein für diese fehlende digitale Readiness auch in der Kunststoff- und Recyclingindustrie grundsätzlich vorhanden ist. Ja. Und natürlich vor dem Hintergrund dieser drei, ich sage mal, ja, Ineffizienzfaktoren der Kunststoffwirtschaft und ich sage mal vor dem Hintergrund der ja, zunehmenden Bilder aus, wie wir mit dem Kunststoff heute umgehen, stärkt öffentlicher Druck und Regulierung. Und ich habe Ihnen hier mal bewusst nur eine Auswahl von dem, was da auch regulatorisch in den letzten 3 Jahren passiert ist, angefangen mit der EU-Kunststoffstrategie. Im Januar 2018, als China ja auch seine Grenzen geschlossen hat und sich gesagt hat, wir möchten nicht mehr die Müllkippe der Welt sein, setzte etwas in Gang, das jetzt vielleicht den jüngsten Ausdruck mit der EU-Kunststoffsteuer gefunden hat, die ja seit Januar in Kraft ist, die ihren Namen aber noch nicht richtig verdient, weil so richtig umgelegt ist es ja eher ein EU-Mitgliedsbeitrag, um das Brexit-Loch zu stopfen. Aber all diese Maßnahmen, die viele von Ihnen ja auch kennen, ziehen eigentlich immer in eine Richtung. Und das ist zum einen den Anteil an recycelten Content in Produkten zu erhöhen. Denn wo keine Nachfrage, da auch keine Verbesserung des Marktes. Also Nachfrage muss generiert werden. Wir müssen von den Nachfragemarkt bedienen und gleichzeitig die Recyclingfähigkeit der Produkte zu verbessern. Ab Produktdesign. Stichwort Design for Recycling. Monomaterialien sind hier die Themen, die diskutiert werden, auch zu gucken, wie können wir die Komplexität selbst innerhalb einer Polymerkategorie reduzieren, um das Leben der mechanischen Recycler einfacher zu machen. Das sind sozusagen der Trend, der eingesetzt hat und der sich eigentlich mit voller Wucht weiter entfaltet. Die Schatten werden vorausgeworfen und dass wir als junges Startup im Markt sozusagen mit den großen Marken schon sprechen von Anfang an, ist meines Erachtens genau darauf zurückzuführen, dass man sucht konkret nach Lösungen.
wie können wir diese Quoten, die sich auch abzeichnen oder diese, ich sage mal, ja, den vermehrten Einsatz von Rezyklaten, wie können wir den effizient und skalierbar abbilden? Ja, und hier rechts sehen Sie dann, der ein oder andere wird das Verpackungsformat kennen, nur einmal, das ist nur exemplarisch gemeint, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Wenn Sie sich die Selbstverpflichtung angucken, der Markenartikler, dann überbieten Sie sich ja teilweise mit und auch, was sowohl zeitlich als auch Prozentsatz angeht, wie hoch der recycelte Content in Produkten denn sein soll. Und das sind sehr, sehr optimistische Ziele. Das freut mich, das zu sehen, dass da so ein großer Optimismus vorherrscht. Wenn man sich dann demgegenüber aber auch guckt, was passiert eigentlich gerade im Bereich Kapazitätsaufbau, Investitionen, dann fragt man sich schon, sind diese Zahlen überhaupt noch zu halten? Oder ist das ein ähnlich wie, ich sage mal, mit dem Beispiel der Elektromobilität in Deutschland? Der eine oder andere wird sich erinnern, im Jahr 2020 wollten wir in Deutschland 1 Million Elektroautos auf den Straßen haben. Ich glaube, am Ende waren es knapp 25.000. Ich hoffe nicht, dass das Rezyklatthema ein ähnliches Schicksal erfährt, aber ich sehe derzeit zumindest nicht die massiven Investitionen, die nötig wären, um diese Kapazitäten überhaupt zu stemmen, geschweige denn das Qualitätsproblem zu lösen. Vielleicht ein Datenpunkt noch für den es interessiert. Die Firma Alpla Verpackung aus Österreich hatte ja Anfang letzter Woche verkündet, eine massive Steigerung seiner Investitionen in die Recyclingkapazitäten, 50 Millionen Euro pro Jahr. Kann man so, wenn man die Zahlen von Plastic Recyclers Europe nennt, das würde so ungefähr irgendwo in der Größenordnung 40.000 bis 50.000 Jahrestonnen rauskommen. Für Alpla, denke ich mal, im Bereich PET, HDPE vor allen Dingen. Wenn Sie das hochrechnen, dann sind das halt 250.000 Tonnen, die dazukommen werden. Das reicht vermutlich noch nicht mal, um den Bedarf eines großen Markenartikels künftig wirklich dauerhaft abdecken zu können. Aber es ist trotzdem, es sind ermutigende Zeichen. Deswegen haben wir uns als mit Surplus als letztlich, das sehen Sie auf dem nächsten Platz, positioniert als ein B2B-Marktplatz für die Kunststoff- und Recyclingindustrie. Was verbirgt sich dahinter? Das sehen Sie da unten. Im Endeffekt geht es um die Digitalisierung des Einkaufs und Vertriebs, um die Sichtbarmachung der Kette, um ja, in Rezyklate im industriell skalierbaren Maßstab einsetzen zu können. Ja, und dabei gleichzeitig Kosten zu senken. Damit also, ich sage mal, etwas salopp gesprochen, der Einkäufer von Beiersdorf und BMW nicht dann zu seinem Chef gehen kann und sagen kann, ja, wir würden ja gerne, aber es ist super teuer und die Mengenverfügbarkeiten schwierig, deswegen lass uns lieber Neuware nutzen. Diesem Problem, dieser Unterhaltung wollen wir im Endeffekt vorbeugen. Und da kann eben da bin ich fest überzeugt, spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Und wie genau, das zeige ich Ihnen in den folgenden, noch verbleibenden 20 Minuten. Ja, wer sind also Kunden und Produkte auf Surplus? Was Sie hier sehen als vereinfachte Darstellung, im Endeffekt ein dreiseitiger Marktplatz. Dreiseitig deswegen, weil wir letztlich zwei Produkttypen handeln über der Plattform. Das sind zum einen die Kunststoffabfälle. Moment, ich kann hier mal eben den roten Pointer verwenden, dass Sie auch besser sehen, was ich sage. Kunststoffabfälle auf der einen. Hinter dem Begriff Entsorger verbirgt sich natürlich viel mehr. Das sind letztlich bis hin zum Abfallerzeuger, diejenigen, die halt Eigentum, Verfügbarkeit haben über Kunststoffabfälle und auf eigene Rechnung, die bei uns auf die Plattform platzieren können, die dann ihrerseits wiederum von Recyclern ja, beschafft werden, besorgt werden und der Recycler seinerseits aus dem Kunststoffabfall eben einen recycelten Kunststoff, ein sogenanntes Rezyklat herstellt und der Verarbeiter bzw. sein Markenartikler OEM dahinter diese Mengen halt beschaffen kann. Soweit, so einfach. In der Praxis ist das natürlich ein Stück komplizierter. Wenn Sie das sehen, was Sie hier sehen, und wir sind ja überwiegend aus der Wirtschaft heute in dem Chat, das ist also, was Sie hier sehen, ist jetzt die Sprache der Kunststoffwirtschaft. In der Mitte, in Grau, sehen Sie die Produkte, die auf Surplus gehandelt werden können. Das geht eben angefangen von additiven Masterbatches eher als Randthema. Der Kern der Tätigkeit von Surplus, wie der Name sagt, sind Kunststoffabfälle und Rezyklate. Insofern alles, was Sie von Abfall, Ballenware, Mahlgut, Regranulat, Typenregranulat, Compounds, das ist unser Kerngeschäft. Die Themen eben additive Masterbatches, Neuware, Off-Spec-Materialien haben wir auf Wunsch einiger Kunden mit auf die Plattform genommen, sehen aber auch nicht die gleiche Notwendigkeit, dass hier eine digitale Plattformlösung, wie sie unsere ist, gleichermaßen Bedarf hat. Insofern Fokus ist außerdem alles für Startups. Wir haben ja nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Wir sind kein Großkonzern, deswegen fokussieren wir uns ganz klar auf das Thema Abfälle und Rezyklate. Und auch der Markt ist noch groß genug. Und insofern sehen Sie dann, an wen richten wir uns in der Kunststoffindustrie und in der Recyclingindustrie? Letztlich jeden, der ein Interesse daran hat, Abfälle zu handeln oder Rezyklate zu handeln.
Ja, und insofern, die Liste ist nicht abschließend, aber wenn Sie ausgehend vom Markeninhaber, der selber seinerseits die Rezyklate kauft oder der Verarbeiter, der Compounder, die Virgin-Industrie, natürlich die Händler, ganz klar, die IPA-Systeme, dualen Systeme, wie sie in Deutschland genannt werden, Recycler, Sortierer, Händler und ein bisschen zum Entsorger. Ja. Und sogar bis hin dazu vielleicht am Ende, sogar schon, wir schauen uns auch an, ob und wie die Digitalisierung im Bereich der informellen Abfallströme eine Rolle spielen kann. Dazu aber am Ende, wenn noch Zeit ist. Wie funktioniert jetzt also Surplus für Verarbeiter, wenn dir das Versprechen der Digitalisierung ist, Kosten einzusparen und wir ja gehört haben eingangs, dass eins der Hauptprobleme der Rezyklate die hohen Kosten sind im Vergleich zur Neuware, dann ist halt die Digitalisierung vielleicht nicht die einzige Lösung, das so vermessen wäre ich jetzt nicht zu sagen, aber sicher ein wesentlicher Bestandteil, um die Kosten halt perspektivisch für Rezyklatverarbeitung im Griff zu haben. Das will ich Ihnen jetzt exemplarisch an den vielleicht vier Kernfunktionen, die Surplus heute schon liefert, darstellen und dann einen Ausblick geben, wo die Reise hingehen kann. Da bitte ich Sie sozusagen mit mir tatsächlich den Blick zu wagen in die nächsten 10, 15, 20 Jahre und nicht den Blick auf morgen alleine. Denn auch eine Plattform wie Surplus wird nicht über Nacht aufgebaut. Da gibt es sozusagen noch viel, das wir vor uns haben. Aber dass dann die Reise in eine Form von digitalisierter Beschaffung und Vertrieb mündet, daran habe ich keinen Zweifel und mein Team nicht und unsere Investoren auch nicht. Was kann also ein Verarbeiter heute auf Surplus machen? Er kann, ganz simpel gesprochen, wirkt vielleicht banal für den einen oder anderen, Feedstock und Rezyklate beschaffen. Ja, das ist der Kern jeder Plattform, wenn Sie so sehen, und das sowohl in Spot- und Kontraktmengen. Ja, Punkt 1, also Buy and Sell, Recycles und Feedstock. Nummer 2, das eigentlich was Uwe mit diesem etwas sperrigen Begriff der Dysfunktionalität bezeichnet hat. Wir wissen ja heute, dass viele der Bedarfe von Seiten der Kunststoffverarbeiter gar nicht bedient werden können. Weder mengenmäßig noch qualitativ. Was machen Sie dann also, wenn Sie auf die Plattform kommen und Kunststoffverarbeiter sind? Ich habe da auch, wenn ich mal einen ausgreifen darf, aus der Teilnehmerzahl, Herr Schonlaus, auch da freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich überlege also jetzt, Rezyklate für meine Produkte einzusetzen. Da sind ja erstmal eine Vielzahl an auch regulatorischen Einschränkungen zu berücksichtigen. Aber dann, wenn ich das nicht finde, was mache ich dann? Und hier ermöglichen wir eigentlich seit Tag 1 von Surplus die Möglichkeit, den Bedarf zu platzieren in einem Grad der Transparenz, wie Sie ihn selbst kontrollieren können. Das sehen Sie hier in den dargestellten Slides mit diesem berühmten Auge. Also wir ermöglichen uns es den Nachfragern auch ganz klar ab dem Tag 1 zu sagen, will ich, dass man im Markt sieht, wer ich bin in dem ersten Schritt? Das kontrollieren Sie also. Ja, dass sozusagen beim öffentlichen Teil der Plattform nicht jeder der Verarbeiter, nicht jeder der Markenartikler möchte sofort, dass man weiß, oh, da steht aber Procter & Gamble hinter oder wer auch immer. So dass wir es an dem ersten Schritt den Kunden immer ermöglichen, volle Datenkontrolle zu sagen, ich kontrolliere selbst, ob man sieht, dass ich jetzt diese Menge und diesen spezifischen Kunststofftyp für mein spezifisches Verarbeitungsverfahren mit meinen spezifischen Anforderungen, sei es jetzt Food Grade, sei es Cosmetic Grade, sei es Spritzgussautomobil, brauche. Ja, also kontrollierte Datentransparenz von Seiten der Nachfrageseite her, total wichtig, auch gerade weil genau an der Punkte meine Schnittstelle rüberfolgt zum Thema, wie kann Digitalisierung eigentlich helfen, Forschung und Innovation im Bereich Qualitäten und Kapazitäten zu fördern. Also ich kann Ihnen jetzt aus den 2 Jahren Surplus sagen, wir haben oft Anfragen bekommen aus dem Private Equity Bereich, also ja, Investoren, die wirklich mit den tiefsten Taschen unterwegs sind, die sagten, Christian, kannst du uns ja mal sagen, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Wie sieht denn die Nachfrage aus? Und ist das sozusagen verlässlicher Gradmesser dafür, dass ich sozusagen meine Investitionen auch rentieren? Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, in Recycling-Technologie A investiere oder in Stoffstrom B, um sicherzustellen, dass ich dann da meinen idealerweise ja Closed Loop oder auch im Open Loop meine Materialien bekommen kann. Also hier Digitalisierung als Brücke rüber zum Aggregieren und Transparenz machen, wo geht denn eigentlich die gesammelte Nachfrage hin? Meine Anfrage hier im Bereich der EU-Plastic-Converters, der EUPC, war auch in die Richtung, dass das genau etwas ist, was in der Form, in der konkreten Form, wie Surplus es betreibt, es heute noch nicht gibt. Ja, also das ist, wenn Sie so wollen, die zweite Funktion. Also Sie können nicht nur kaufen und verkaufen, dass das da ist, sondern Sie können auch Ihren Bedarf platzieren und somit mithelfen, den Markt für Forschung und Entwicklung in Gang zu kriegen. Und als dritte wesentliche Funktion, das ist sozusagen die
ja, wie soll man sagen, das Einmaleins der Digitalisierung oder der digitalen Marktplattform auch. Im Endeffekt geht es darum, sich Material zu sichern zu den besten Marktbedingungen im Sinne einer fast einer wahren Terminbörse. Und das eben sowohl für Spot als auch die Kontraktgeschäfte. Das ist für viele von uns in vielen Softwaren, die wir im B2C-Bereich kennen, mittlerweile schon Realität. Kommen gleich zu dem Beispiel, was den meisten von Ihnen bekannt sein wird, dass Sie nämlich genau einen Blick auf den Markt haben und dann als Verkäufer natürlich und als Einkäufer sich die besten Marktbedingungen raussuchen können, wo macht Verkaufen Sinn, wo macht Kaufen Sinn. Auf die Folie angesprochen, wird dann noch gesagt, was heißt das jetzt konkret? Das Beispiel, das ich da gerne bringe, ist Google Flights, wird der ein oder andere von Ihnen kennen. Wenn Sie heute bei Google Flights sich für eine Strecke interessieren, können Sie sogar einstellen, wie viele Tage im Voraus wollen Sie gucken. Sie können den Preis beobachten. Sie können sich entscheiden, ein Ticket zu sichern, einen Ticketpreis zu sichern. Vielleicht geht er noch nach oben, vielleicht geht er nach unten. Also das ist für viele von uns mittlerweile ja, selbstverständlich, wird da nicht mehr als KI, künstliche Intelligenz gesehen, wenn es erstmal selbstverständlich geworden ist. Aber genau das ist etwas, was Digitalisierung kann. Denn kein menschliches Gehirn ist in der Lage, so viele Daten zu aggregieren, um immer eine datenbasierte, KI-basierte Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu optimieren. Genau das ist aber etwas, was Digitalisierung kann und daran arbeiten wir. Und da kann ich Ihnen dann gleich auch im Dialog mit zwei, drei schon spannende Einblicke geben, was wir schon heute schon über den Markt wissen können. Ja, und als allerletztes, bin mir mal nicht ganz sicher, ob das als allererstes oder als allerletztes genannt werden sollte, weil als allererstes eigentlich insofern, weil das ist eigentlich die niederschwelligste Interaktion von Kunden heute mit der Plattform. Sie verschaffen sich einen Marktüberblick. Denn sie gehen auf Surplus, das kostet sie nichts. Sie gucken sich an, welche Mengen, Qualitäten, welche Geografie, welcher Preis liegt für die verschiedenen Materialien vor. Und das ist etwas, wenn sie Einkäufer sind, Verkäufer sind, das ist natürlich etwas, was sie immer interessiert. Ja, das ist sogar etwas, womit andere Anbieter in dem Markt Geld verdienen, ja, die einfach nur Preisinformationen preisgeben oder Mengeninformationen, um meine betrieblichen Prozesse zu optimieren. Und das ist halt etwas, was heute Surplus bei aller, ich sag mal, bei dem jugendlichen Alter, den mein Unternehmen noch heute noch hat, das sehen wir heute auch schon eine Repräsentativität in verschiedenen Polymerkategorien, wo wir tatsächlich schon gucken können, was wird denn da eigentlich gesagt von den, ich sag mal, professionellen Beratungshäusern, wo der Preis liegt und wo liegt der heute bei uns auf der Plattform? Und vor allen Dingen, wo liegt der transaktionsbasiert? Also das ist ja das eine, was der Kunde auf der Plattform angibt. Aber am Ende, die Wahrheit liegt ja dann da, wo einigt man sich eigentlich, auf welchen Preis? Ja? Insofern transaktionsbasierte Marktüberblick zu bekommen, ja, echte, harte Werte, das ist ein großer Mehrwert und das ist super spannend, weil wir natürlich dann auch tatsächlich sehen können, wo hapert es im Rezyklatemarkt und wo nicht oder wo läuft es gerade ganz gut. Ja, und hier vielleicht noch ein, zwei Eindrücke, wenn Sie halt sich verschiedene Kunststoffe dann vielleicht LDPE jetzt an dem Beispiel interessieren. Sie gucken sich hier ein Abfallprodukt an, können eine Probe bestellen oder eben ein Granulat, ein Rezyklat. Ich habe das einfach mal repräsentativ herausgegriffen. Gucken sich das an, können Proben bestellen, können im Endeffekt Daten teilen, Datenblätter, bis hin zum Vertragsabschluss. Das ist das, was Surplus heute schon kann. So. So weit, so gut. Ich greife mal kurz zum Glas Wasser. Moment. Und mit dem einen oder anderen von denen habe ich auch schon über die Thematik gesprochen. Dann ist die Frage, ja, ist ja schön und gut, Christian Schiller, dann haben Sie hier ein schönes Matching, aber dann brauche ich Sie nicht mehr, weil dann, ich kenne ja meinen Lieferanten oder ich habe meine drei Lieferanten, ich brauche sie ja nicht. Das wissen wir. Das ist auch gar kein Phänomen, was jetzt nur für Surplus gilt, sondern letztlich für alle Plattformen, die da draußen sind, auch im B2C-Bereich. Uwe meint ja gerade, das war bei BlaBlaCar auch ein Riesenthema. Am Ende geht es immer um die Frage der Umgehung der Plattform und warum sollte man die Plattform umgehen? Und unser Anliegen ist es nicht, intransparent zu sein und Kunden zu deichseln und zu sagen, wir verstecken jetzt Kontaktdaten, sondern am Ende sind wir der Überzeugung, wenn Surplus relevant ist für den Markt, dann ist es deswegen der Fall, weil wir Teile der schwierigen Transaktionen so vereinfachen, dass Zeit und Kosten auf Seiten des Einkäufers und Verkäufers gespart werden, sodass sich die Organisation überlegt, ja, stimmt, ich könnte die Plattform schon umgehen. Aber wenn ich das mache, dann habe ich den ganzen Aufwand wieder für mich selbst. Und das ist im Endeffekt im baren Geld zu bemessen, wie viel Aufwand das ist, weil Zeit, weil Kosten. Und wenn mir die Software hier einen wirklichen Vorteil bietet, dann bin ich auch bereit, eine Einspart, Rendite an Surplus abzutreten. So gehen wir an den Markt ran.
It remains to be seen, sozusagen. Ich lasse mich dann auch gerne eines Gegenteils überzeugen, aber so denke ich halt. Ich denke halt immer von der Kostenseite her, wenn Sie Kosteneinsparungen haben durch die Software, werden Sie sie nutzen. Wenn Sie sagen, nein, es gibt mir keine Kosteneinsparung, werden Sie es auch nicht nutzen und werden Sie auch nichts bezahlen. Also insofern, heute ist die Software 100% kostenfrei. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch wichtig zu wissen. Und zwar nicht, weil wir eine NGO sind, das sind wir nicht. Wir werden definitiv ein Geschäftsmodell einführen. Nur bin ich halt der Überzeugung, das sollten wir erst ab dem Moment tun, wo wir der Meinung sind, dass die Software jetzt eine solche Reife erfahren hat, dass genau das, dieser Denkprozess beim Einkäufer bis hin zum CEO dann ist, ja, macht eigentlich Sinn. Ja, macht hier sehr Sinn, auch zu wechseln oder auch die Brücke zu schlagen von meinem ERP-System, mein SAP anzuschließen an Surplus. Und damit das so ist, sage ich Ihnen dann mal, worüber wir nachdenken, welche Leistungen die Surplus-Plattform für die Kunden im Bereich bereitet. Im Endeffekt, was Sie hier sehen, sind die Schritte oder Teile der Transaktion, wie sie heute ja eh stattfinden müssen, die durch Digitalisierung einfach effizienter, damit kostengünstiger ablaufen können. Das Thema Standards greife ich gleich nochmal etwas genauer raus. Da arbeiten wir bereits an dem Thema fehlende Standards, ist einer der Haupt-Showstopper in dem Bereich, die verhindern, dass Rezyklate im Markt gehandelt werden können wie Neuware und es zu diesen ganz, ich sag mal, 1:1 Beziehungen gibt zwischen Lieferant und Abnehmer und das auch einer der Hauptfeedback immer ist dann von denjenigen, die heute im Rezyklatmarkt aktiv sind, die sagen, Herr Schiller, das wird nie funktionieren, weil das ist so spezifisch mein Bedarf und ich muss so spezifisch meinen Prozess einstellen, da kann ich nicht Lieferanten wechseln. Verstanden, nur wenn das so bleibt, dann sehe ich auch überhaupt gar keine Zukunft für den Rezyklatmarkt insgesamt, wenn das so bleibt. Wenn es nicht gelingt, eine Art Kommodifizierung über Handelsklassen, über Standards zu erreichen, und hier meine ich nicht eine zu enge Festlegung von ganz spezifischen Kennwerten wie dem Schmelzflussindex oder der Zugfestigkeit, sondern eine gewisse Datenqualität über mein Material, wenn es das nicht gelingt, in den Rezyklatmarkt auch das Verständnis durchzusetzen, dann wird meines Erachtens eine industrielle Skalierung des Rezyklatemarkts nicht funktionieren. Deswegen neue Standards und einer der wichtigsten Features, die Surplus bietet, wo wir auch sehr aktiv sind und aktiv einen Standard jetzt vorantreiben und aller Voraussicht nach im Oktober dieses Jahr veröffentlichen. Hier dann nur angerissen die anderen großen Themen, die wir auf der Entwicklungs-Roadmap haben. Das ist das ganze Thema Beprobung und Zertifizierung. Beprobung, natürlich, da reden wir mit den großen Kunststofflabors, das SKZ, die Lüdenscheid, auch andere, wenn es darum geht, die mechanischen und chemischen Eigenschaften von Rezyklaten zu beproben und sicherzustellen, damit ich als Einkäufer auch die Sicherheit habe, ja, funktioniert für meine Kosmetikverpackung oder funktioniert für meinen Innenraum, Automobil. Und natürlich Zertifizierung, wenn es darum geht, den Rezyklatanteil zu zertifizieren oder die Recyclingfähigkeit sogar bis dahin. Stichwort, hier sind Zertifikate wie EuZ-Plus, Rezyklas, die ganzen Thematiken, die wir mit anbieten wollen. Den dritten Punkt habe ich schon angerissen, die KI-basierte Mengen- und Preisvorhersage. Wie gesagt, das ist kein Teufelszeug mehr von in den ersten 20 Jahren möglich, sondern das ist heute schon Realität in den verschiedensten Bereichen. Und klar, Logistik genauso. Googeln Sie nur einmal, ich lade Sie ein im Nachgang, googeln Sie nur einmal B2B-Logistik, B2B-Marktplatz-Logistik. Da gibt es schon verschiedenste Anbieter, die heute den Logistikmarkt, der teilweise ähnlich fragmentiert ist wie der Recycling- und Abfallwirtschaft, zu aggregieren und in Echtzeit Ihnen die beste Logistikkette für ihren Kontrakt zu bieten. Ja? Und auch hier wieder Kosten zu sparen, Effizienzen zu heben, Ineffizienzen zu heben. Wenn Sie überlegen, gerade beim Abfallmarkt ist natürlich, je länger ich den Abfall transportieren muss zu seiner nächsten Wertschöpfungsstufe in der Sortierung, im Recycling, desto unökonomischer wird das Ganze. Das kann man klüger machen und da kann KI helfen, da kann die Plattform helfen. Natürlich dann das große Thema globales Track and Trace. Der ein oder andere wird auch das Thema PolySecure kennen, Holy Grail, R-Cycle, was es alles gibt mittlerweile in dem Markt. Wohlgemerkt, das sind auch sozusagen Leistungen, die nicht wir Surplus selbst alles entwickeln werden. Das können wir gar nicht, sondern dass wir da eher modular denken und diese Anbieter dann klug in die Plattform mit einbinden, sodass sie zum Beispiel sagen könnten, ich kriege von meiner Sortieranlage A schon folgende Daten. Ich erstelle hier meinen digitalen Produktpass. Den liefere ich den Kunden schon mit auf der nächsten Stufe der Wertschöpfung, dem Recycler. Also der Recycler kann dann ein Rezyklat herstellen, das DIN-Spec 91446 konform ist und kann damit den Kontrakt bedienen, den Procter & Gamble auf der Plattform ausgeschrieben hat. Ja? Und dann als letzter Punkt hier,
Klar, Zahlungsabwicklung und Kreditversicherung. Eingangs wurde ja schon gesagt, ich komme aus dem Bereich der B2C-Marktplätze eher. Auch da war das Thema Zahlungsabwicklung natürlich die Königsdisziplin, wenn Sie so wollen. Selbst wenn es beim Thema Mitfahrgelegenheiten eher um Warenkörbe ging, die eher geringer sind. Sie können sich vorstellen, eine durchschnittliche Mitfahrgelegenheit kostet Sie im Schnitt 20 Euro. Aber klar, wenn Sie im Monat 1 Million dieser Transaktionen abwickeln, haben Sie also plötzlich einen Geldfluss zu meistern von 20 Millionen Euro. Das müssen Sie dann auch erstmal hinkriegen. Aber das ist heute technisch möglich. Und wenn ich diesen Punkt mit Kunden bespreche, dann sagen die, ja, Christian, wie stellst du dir das vor? Willst du hier 30 Millionen Euro bewegen am Tag? Ja, also ich persönlich nicht, aber es gibt Software, die das kann. Und wenn das sozusagen erstmal etabliert ist, dann wird es einen Moment kommen, da bin ich fest von überzeugt, dass kein Kunde mehr sagen wird, dass das überhaupt noch mal jemals anders gemacht hat. Ja. Aber ich freue mich auf die Diskussion an der Stelle. Ja, das also vielleicht als einen Punkt, was das alles zusammenfassend bedeutet, was Digitalisierung für den Recyclingmarkt der Zukunft machen kann, ist im Endeffekt, oh, das ist hier die Dienstberg, das behalte ich mir für später. Über die Dienstberg können wir gleich im Anschluss noch sprechen, weil ich schon etwas weit in der Zeit bin. Im Endeffekt ist es das, mit anderen Worten, die mit der Digitalisierung Ordnung ins Chaos zu bringen. Ja, und zwar ab der Stufe Abfallerzeugung über den Entsorger zur Sortieranlage oder in den Post-Industrial-Abfall direkt vom Abfallerzeuger zum Recycler-Compoundeur bis hin zum Markenartikler, das zu sortieren, um skalierbare Mengenströme überhaupt erstmal sichtbar zu machen und dann in die Implementierung in den Markt zurückzuführen. Und ich habe bisher noch keinen praktikablen Lösungsvorschlag gesehen, der diese starke Fragmentierung, Intransparenz in den Märkten besser beheben kann als eine verstärkte Digitalisierung. Deswegen dränge ich da darauf, auch beim BDE, bei den anderen Verbänden, dass das Thema Digitalisierung eine viel stärkere strategische Bedeutung bekommt, weil in meinen Augen ohne das wird es einfach nicht gehen. Ja, sonst sichert man sich den ein oder anderen Pfründe oder der ein oder andere Recycler sichert sich Pfründe und man schafft dann vielleicht wieder gewisse Leuchtturmprojekte und man skaliert vielleicht auch 10% mehr Rezyklate in den Markt. Aber wenn wir es wirklich als einen vergleichbar hinbekommen wollen wie in der Virgin-Industrie, dann müssen wir halt dieses unglaubliche Fragmentierung und das unglaubliche Chaos ab dem Moment der Abfallerzeugung in den Griff bekommen. Und in meinen Augen ist die Digitalisierung da einfach eine der Schlüsselfunktionen, um das zu ermöglichen. Genau. Und dann zum Abschluss, weil das ja sozusagen, die Frage ist, ja, gut, ihr macht eine Software, aber wie tragt ihr dann dazu bei? Ich meine, das ist eigentlich etwas, wie Surplus gestartet ist. Ich bin damals zur Gründung von Surplus gekommen, weil ich selbst nach meiner Zeit bei BlaBlaCar ein Jahr auch um die Welt gereist bin und dann selbst durch Kunststoffabfälle so in Berührung gekommen bin, das war ein Trip von Kolumbien nach Panama. Und ich glaube, wenn man das einmal so persönlich live miterlebt, das war so ein wahnsinniger Plastikmüllteppich, durch den wir da durch mussten. Wenn man das einmal miterlebt hat, dann fragt man sich, was kann man eigentlich machen, um dieses Problem irgendwie zu lösen? Und sicher, Surplus wird nicht die Lösung von allen Problemen sein, aber ein wesentlicher Beitrag wird es leisten können. Und dann wird es das nicht nur auf der Ebene der CO2-Einsparung sein, denn das ist unbestritten im Markt, dass Rezyklate, wenn sie Neuware ersetzen, heute CO2-Emissionen sparen können, nämlich wenn Sie das vergleichen mit der Herstellung von Neuware ab Upstream, Downstream Erdölförderung bis hin zum fertigen Granulat und das vergleichen dann mit den verschiedenen Recyclingverfahren, dass dort enorme CO2-Einsparpotenzial da ist, ist unbestritten. Worüber gestritten wird, ist nur die Frage, wie hoch ist das? Sind das jetzt 30%? Sind das 50%? Es wird natürlich auch immer von den Logistikketten abhängen. Wo hole ich meinen Abfall her? Es wird sicherlich was anderes sein, wenn Sie Abfall, ich sag mal, von Indonesien zurück nach Europa holen, dort dann verarbeiten lassen in Polen und den dann oder recyceln lassen in Polen und dann in Österreich verarbeiten lassen, als wenn Sie sagen, na, ich recycle den Abfall schon möglichst nah an der Quelle der Entstehung, um dann auch CO2-Emissionen hier im Griff zu behalten. Also das ist einer der Punkte, wo Surplus eben Beitrag leistet, CO2-Emissionen einzusparen. Spielt auch in unserem Standardisierungsprozess eine große Rolle. Und der zweite Aspekt, in meinen Augen immer noch auch in der Diskussion etwas unterbeleuchtet, den Plastik an abzustellen, gelingt einfach in meinen Augen nur, nicht durch Cleanups, sondern das gelingt nur, wenn wir den Abfall eben als ökonomische Ressource aufwerten. Soweit die Plattitüde, die kennt auch jeder. Nur das muss man halt dann auch in die Praxis umsetzen. Und das ist ja ein ermutigendes Moment in der Geschichte der Kunststoffwirtschaft, dass wirklich jetzt massiv Nachfrage eingestellt wird.
Denn mit der Zahlungsbereitschaft am Ende der Kette steigt natürlich auch nach unten hin die Möglichkeiten von Recyclern bis hin zur Abfallsammlung, mehr Kosten zu generieren, die und dann auch umlegen zu können und trotzdem ein profitables Geschäftsmodell fahren zu können. Und das ist in meinen Augen ein total wesentlicher Bestandteil von der Arbeit, die wir bei Surplus leisten und die dann auch die Debatte weiter versachlichen wird. Denn meines Erachtens ist bei der Diskussion rund um die Ökologie des Kunststoffs, das kennen Sie das Thema, der Kunststoff hat, wenn er sauber im Kreislauf geführt ist, tatsächlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Materialien wie Glas und Papier. Nur wird er halt nicht vernünftig im Kreislauf geführt. Und mir ist keine LCA bekannt und keine Ökobilanz und auch keine Industriestellungnahme, die mal versucht einzupreisen, den Schaden an der Ökologie bis hin zur menschlichen Gesundheit, den heute Kunststoffabfälle auslösen. Da wird dann halt über die CO2-Einsparung gesprochen. Das ist unbestritten, dass das Kunststoff kann. Nur, wo bleiben eigentlich die Ökologen, die externalisierten Kosten der Umweltverschmutzung? Darüber redet man halt nicht gerne, weil im Endeffekt ist es ja noch unkontrolliert und diese Menge nimmt weiter zu. Ja, also wenn man sich überlegt, dass die Kunststoffproduktion weiter zunehmen wird, von allen Projektionen, die ich kenne, dann wird auch das Plastikproblem, das Abfallproblem weiter zunehmen. Und darüber redet man halt nicht gerne, weil, wie gesagt, das ist einfach ich sag mal, die klaffende Wunde für die Kunststoffindustrie. Und ich bin der Überzeugung und sage auch mal zu meinem Team, don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the environment. Wenn es uns gelingt, diesen Kreislauf vernünftig zu schließen, dann wird Kunststoff, es ist überlegenes Material gegenüber den anderen Materialien, gerade im Verpackungssektor, aber auch bei den anderen, in den anderen Industrien. Nur da müssen wir halt auch Butter bei der Fische machen und uns dann nicht bei der Diskussion aufhalten an dem Punkt, naja, das größte Problem ist halt der Marine Litter. Ja, mag schon sein, dass der Kunststoff gelangt ja aus bestimmten strukturellen Gründen in die Umwelt. Und da kann jeder Player der Wertschöpfungskette zu beitragen, dass das jetzt aufhört. Ja, dass dieser Abfall gar nicht seinen Weg in die Umwelt findet und man nicht auf sich auf ein Argumentationsmuster ja, verlässt, das ich offen gesagt, erlauben Sie mir die Freiheit, eigentlich nur von der Waffenlobby herkenne, die sagt, es sind ja nicht Waffen, die Menschen töten, es sind ja die Menschen. Ja, das stimmt schon, aber an der Stelle, wie gesagt, wir sind ja hier fast unter uns, das erinnert mich fast daran, dass man sagt, ja, das Marine Litter ist das Problem und die Menschen in Südostasien. Ja, aber wenn ich in einem Land lebe, das keine funktionierenden Abfall- und Recyclingströme hat, dann bleibt mir als Konsument auch nichts anderes übrig, als den Abfall irgendwie zu verbrennen oder in die Umwelt zu entlassen. Und dann den Finger sozusagen zu sagen, aber du böser Verbraucher, dann denke ich so, das ist St. Florians Prinzip. Sorry, I get carried away. Wir wollen ja über Digitalisierung reden. Das war es aber auch an der Stelle. Muss auch, Christian. Denn das ist unsere ultimative Vision, den Wandel der linearen Kunststoffwirtschaft in 100% Circular Plastik durch digitale Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette. Da haben wir auch schon eine ganze Reihe von Unterstützern und Mitgliedschaften gewonnen. Und an der Stelle danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Uwe, ich bin nicht zu weit über mein Zeitlimit gekommen. Nee, überhaupt nicht, lieber Christian. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag und auch für die Einblicke in eure Geschichte und die ja erst am Anfang steht, aber sehr, sehr, ihr habt euch ja schon sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich glaube, das hat sehr viele sehr interessiert. Ich bin auch nicht wegen dem Blick auf deine Redezeit nervös geworden, sondern eigentlich positiv nervös, weil ich gesehen habe, dass während du gesprochen hast, schon eine ganze Reihe sehr, sehr interessanter Fragen und Anmerkungen eingetroffen sind. Und die möchten wir ja nicht vernachlässigen. Meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen eingangs gesagt, wir steigen jetzt direkt in die Diskussion ein. Ich würde das so moderieren, mit Ihrem Einverständnis hoffentlich, dass ich nicht die Fragen jetzt chronologisch aufrufe, sondern versuche, das so ein bisschen thematisch zusammengefasst zu machen, damit wir in eine gute Diskussion kommen. Wie gesagt, wenn ich die Fragen aufrufe, haben Sie die Möglichkeit, auch gerne die selbst zu stellen. Ich finde das gut, denn dann sehen wir uns ein bisschen auch und dann hat das auch so ein bisschen einen Beitrag zur Vernetzung. Die erste würde ich allerdings, die ersten beiden, die miteinander zusammenhängen, von zwei verschiedenen Personen gestellt, würde ich allerdings gerne mal selbst jetzt erstmal zusammenfassen, weil sie eigentlich zusammengehören. Christian, Claudia Fasse fragt so ein bisschen in die Richtung, ist denn Technologie, ist denn Digitalisierung, ist eure sozusagen Marktplatzfunktion auch geeignet, einen Beitrag zu leisten, langfristig oder mittelfristig, zur Verringerung des preislichen Gaps zwischen Virgin-Material und Rezyklat? Das heißt, habt ihr schon auch den Anspruch, dass ihr sagt, dadurch, dass wir den Handel, den Markt beleben, bringen wir so viel Schwung rein, dass auch das Rezyklat im Vergleich zum Virgin-Material marktfähiger wird mit Blick auf den Preis? Und
Und dazu kam dann aber auch noch eine positive Prognose. Das scrolle ich gerade mal durch, kleinen Moment. Ja, Matthias, Future Pack Lab, sagt, er glaubt, Digitalisierung kann ein Treiber sein. Auch für Mengen, Verfügbarkeiten, Vergleichbarkeiten und die erhöhte Planbarkeit sollte mittelfristig auch positive Kosteneffekte haben. Also sozusagen, er beantwortet die Frage, die Claudia Fasse vorher gestellt hat, eher positiv. Wie siehst du das? Und vor allem, wie ist da auch euer Anspruch? Ja, also danke für die Fragen. Genau so. Also ganz konkret, wenn wir uns den Preis in die Rolle eines Recyclers reinversetzen oder eines Compoundeurs, dann muss ich ja überlegen, was sind meine Kosten im Einkauf, was sind meine Verarbeitungskosten etc. Und all diese Schritte, die heute noch weitestgehend digital nicht unterstützt laufen, wie digital zu unterstützen, bedeutet im Endeffekt Ersparnis von Zeit. Und Zeit ist Geld. Das heißt, wie gesagt, mindestens 25% bietet Digitalisierung das Kosteneinsparpotenzial. Und das sind ja schon Größenordnungen, die ich dann ja auch im Vermarktungspreis meines Rezyklats spürbar einpreisen kann. Also mit anderen Worten, es günstiger machen kann bei gleicher Qualität. Und da stehen wir noch ganz am Anfang. Und auch diese Zahlen sind don't take it from me. So, das war, McKinsey hat eine große Studie in Auftrag gegeben zum Thema in der Chemieindustrie, Einsparpotenziale der Digitalisierung, Kosteneinsparpotenziale, da ist 25% noch das untere Ende. Ja, und das ist einfach, ja, muss ich nur in die Rolle eines Einkäufers, eines Verkäufers reinversetzen, der heute im Rezyklatemarkt aktiv ist. Man muss sich nur mal jeden Schritt angucken, wie heute umständlich teilweise das ganze Prozedere ist, mit Beprobung, mit Mustern etc. Und dann wird einem offensichtlich, wie eine effiziente digitale Beschaffungsplattform Zeit und Kosten einsparen kann, die dann wiederum eben Auswirkungen haben auf den Endpreis des Produkts, was dazu damit runterzubringen ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, vielen Dank, das ist gut. Ich würde gerne Ina Ballig fragen. Sie haben mehrere Fragen gepostet, aber eine ist, glaube ich, eine ganz interessante Verständnisfrage, nämlich die, wo kommen diese angepeilten 30% Rezyklatanteil in 2030 her, über die Christian eingangs gesprochen hat, Frau Ballig. Möchten Sie das gerade mal selbst befragen oder soll ich das? Ist er noch da, Frau Ballig? Ja, Christian, es ging um die Frage, du hast eingangs auf deinem zweiten Slide, glaube ich, gezeigt, dass bis 2030 vorgesehen ist, 30% Rezyklateinsatzquote zu haben, ein Anteil in Europa. Ist das ein regulatorischer Wert, also ein politisch verordneter Wert, oder ist das sozusagen die Aufsummierung der ganzen Selbstverpflichtungen und Pledges mit den regulatorischen Maßnahmen? Letzteres. Also da empfehle ich zum einen die Ellen MacArthur Foundation mit dem Global Commitments. Zum anderen hat die, da kann man auch nachlesen, sozusagen, wozu verpflichten sich die, verpflichten, das sind Selbstverpflichtungen ohne Sanktionen, also insofern mit Vorsicht zu genießen, wozu verpflichten sie sich. Dazu kann man nachlesen. Teilweise gehen die Ziele sogar noch weit darüber hinaus, deswegen nur im Durchschnitt. Das ist das eine. Und das andere, gerade für den Bereich Konsumgüterhersteller, hat die Financial Times, das ist aus dem letzten Jahr, einfach mal googeln. Financial Times hat sich die Mühe gemacht, das sozusagen mal, nur was sehr öffentlich verlautbart wurde, von den großen Markenartikeln angefangen mit Coca-Cola, Unilever, Procter etc. Und das mal zu summieren, wo wir da rauskommen. Und da sind sie dann ungefähr in der Größenordnung 30%. Ja, also das ist sozusagen keine fixe regulatorische Vorgabe. Ich sag mal so, Nachtigall, ich höre dir trapsen, wie wir in Berlin sagen. Es ist ja auch irgendwo ein Vorgriff der Industrie, wenn ich mich da aus dem Fenster wagen darf, um auf diese jetzt zunehmende Mindestrezyklateinsatzquote-Debatte dem vorwegzugreifen, zu sagen, liebe Politik, lass die Finger von den Rezyklateinsatzquoten, wir machen das schon selbst. Ja? Ich hoffe, ich trete dem einen oder anderen Industrievertreter nicht zu nahe, aber ich denke, das ist, denke ich, eine ganz übliche Strategie, um Regulatorik zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Dann habe ich eine weitere Frage von Ina Ballig von Younes Environment Hub, die ich spannend finde. Frau Ballig, sind Sie jetzt da? Möchten Sie das nochmal mit dem Thema Ja, hören Sie mich jetzt? Ah, da ist er, genau. Ja, Ihre Frage bezüglich der Technologien, der festen Recycling-Technologien, um die Qualität auch gewährleisten zu können, die finde ich ganz spannend. Würden Sie die gerade mal in den Raum werfen?
Ja, gerne. Ich fand es sehr gut zu sehen, dass Surplus natürlich auch Datenblätter anbietet oder Qualitätsdatenblätter, dass es für den Käufer direkt klar ist, welche Qualität er zu erwarten, welcher erwarten kann. Meine Frage ist natürlich jetzt mit der Skalierung von den Projekten, gerade wenn man davon ausgeht, das global auszubreiten, diese Plattformen. Arbeiten Sie dann nur mit bestimmten Technologien zusammen oder nur mit bestimmten Recyclern sozusagen, um auch sicherstellen zu können, dass diese Datenblattqualität garantiert wird? Sonst würde das ja wirklich sehr auseinanderdriften. Und dann ist natürlich auch die Skalierbarkeit, sage ich mal, in dem Sinne etwas eingeschränkt dadurch, wenn verschiedene Länder dann partizipieren möchten. Ja. Erstmal danke für die sehr gute Frage. Also sogar zwei Fragen waren. Also nein, wir beschränken uns nicht auf eine bestimmte Recycling-Technologie, wie Sie vielleicht aus dem ersten Slide, wenn Sie sich erinnern, dass wir Kunststoffabfälle und Rezyklate handeln, macht uns auch interessant für die ganzen chemischen Recycler oder physikalischen Recycler, weil die haben ja das gleiche Problem, wenn Sie über das Thema kurz in die Rolle reinversetzen, eines BASFs mit dem ChemCycle-Projekt, da haben Sie heute Pilotanlagen, wenn Sie das Thema Pyrolyse weltweit ausrollen wollen, dann haben Sie auch ein Thema, wo beschäftige ich mir eigentlich die Mengen her, um meine Industrie-Cracker oder Pyrolyseanlagen wirklich ökonomisch fahren zu können. Die brauchen Beschaffung von Abfällen und zwar im massiven Maßstab. Das ist das eine. Also da ist Surplus nicht, wir gehen da nicht diskriminierend gegen die Technologie. Wir denken halt, dass es da hoffentlich in der ganzen Debatte eine Berücksichtigung des jeweiligen ökologischen Fußabdrucks der einzelnen Recyclingverfahren geben wird. Da muss der Regulator eingreifen. Aber da sind wir als Plattform erstmal technologieoffen komplett. Im Gegenteil, das sagen wir auch nicht. Ich sage auch der chemischen Industrie immer, liebe Kunststofferzeuger, wenn ihr das machen wollt, gerne, warum nicht, let's talk about Feedstock Procurement. Ja, das ist das eine. Das andere, konzentrieren auf ein bestimmtes Recyclingverfahren, auch nach Polymer. Nein, das machen wir auch nicht. Das ist aber ja in der Natur der Sache dann des jeweiligen Recyclers geschuldet, die auf die Plattform kommen. Die können ja in der Regel nicht alle Kunststoffe recyceln, sondern die haben ja schon offen eine Spezialisierung, entweder im technischen Kunststoffbereich oder im Standardkunststoffbereich. Selten machen die beides. Und insofern Sicherstellung der Datenblattqualität, da leisten die Plattformen tatsächlich schon heute einen großen Mehrwert, weil sie können ja vergleichen. Sie können ja vergleichen, was kann denn Anbieter A mir für Daten liefern und dann was kann Anbieter B mir für Daten liefern. Und das, da will ich Ihnen aus einem kleinen, so in diesen Nudging-Effekt aus dem, was ich vorher erlebt habe im Plattformprojekt bei BlaBlaCar gesehen, wie die Datenqualität über die Zeit verbessert wurde, deswegen, weil die Vermarktung ihrer Produkte natürlich deswegen stieg, weil sie bessere Angaben gemacht haben über ihre Produkte und die dann auch in unserem Fall hier natürlich auch von unabhängigen Dritten bestätigen lassen. Also was meine ich ganz konkret? Bei BlaBlaCar war es so, wenn Sie als Fahrer ein Fahrtangebot eingestellt haben, ohne Profilfoto, ohne Daten über Ihren PKW, ohne Bewertung, dann war Ihre Möglichkeit, einen Mitfahrer zu finden, dreimal so schlecht, wie wenn Sie diese Daten angegeben haben. Und diese Dynamik können wir natürlich auf der Plattform wunderbar ausspielen, auf eine effiziente Art und Weise und auch unsere Kunden anhalten und sagen, lieber Kunde ABC, du möchtest gerne dein Material besser vermarkten. Guck mal hier, die Dienstback 91446 gibt dir schon gewisse Leitlinien und der Kunde fragt auch an. Und der Kunde fragt aber dieses Material nur an, wenn diese Daten vorliegen. Und du musst dir dann auch nachweisen, dass die dann, dass du diese Daten erfüllen kannst. Ja? Da kommen dann noch dritte Parteien ins Spiel. Aber vielleicht so als erster Einblick, wie wir über das Thema nachdenken, dass Datenqualität über die Zeit auch verbessert werden kann, indem wir einfach diese, ja fast schon Data Competitiveness über die Plattform jeden Tag eigentlich schon heute erleben können. Christian, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch so viele interessante Fragen hier gerade im Chat. Ich sehe ja schon, dass ich weitere zu Wort melden. Herr Müller, schließen Sie direkt mit Ihrer Wortmeldung hier an dieser Stelle? Würde ich gerne. Vielen Dank. Ich bin etwas später dazu gekommen. Die Frage nochmal zu dem, Sie hatten vorhin gesagt, die können die Qualitäten da auch sicherstellen. Ich habe früher ja mal, wie Sie wissen, Herr Schiller, für einen großen Konsumgüterhersteller gearbeitet. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man PCR von Post- oder Pre-Consumer von Post-Consumer trennt. Das können Sie auf jeden Fall gewährleisten, ja? Nein, das können wir heute noch nicht gewährleisten. Und heute muss es ja der Kunde einstellen, was er sagt. Also das ist ja etwas, das der Kunde angibt heute, wenn er sein Produkt einstellt, habe ich Post-Consumer-Material. Aber was wir machen können, daran arbeiten wir in der Dienstback, den Standard zu setzen, was bedeutet eigentlich Post-Consumer? Und wenn Sie wirklich dieses Material dann, wenn denn, ich sage jetzt mal, der Firma Unilever oder Procter & Gamble anfragt und der Kunde auswählt, ich möchte aber einen Post-Consumer nach DIN-Spec 91446,
dann führt auch für den Anbieter kein Weg mehr dran vorbei, weil das muss klar. ja dann auditiert werden. Ja? Gut. Und wenn Sie es nicht kommen, Herr Müller-Müller, dann kaufen Sie halt nicht. Danke schön, Herr Müller. Frage, die ebenfalls dazu passt, ist die von Roman Zeiss von der Universität Köln bezüglich der sozusagen der Aussagekraft der Daten. Er fragt nämlich danach, gibt ihr nur die Materialeigenschaften mit, also Rezyklattyp, Qualität, Farbe etc.? Oder ist für das Matching von Angebot und Nachfrage auch, sind auch belastbare Aussagen über die mögliche Materialverwendung, also Verarbeitungstechnologie, Verarbeitungs- und Verwendungsszenario wichtig, Christian? Die Frage, dann würde ich dir nochmal die Frage bitte nochmal näher erläutern. Also welche, also wir, damit ich es richtig verstanden habe. Ja, vielleicht kann ich... Genau, Herr Theis, schön, dass Sie selbst da sind. Ja. Ja, die Frage zielt eher darauf ab, dass ich in den Screenshots halt vor allem gesehen habe, wo der Verkäufer von Rezyklaten oder der Hersteller von oder der Produzent von Abfall sozusagen angeben kann, welches Rezyklattyp, welche Farbe hergestellt werden kann. Plant ihr auch oder nutzt ihr auch sozusagen Daten vom Verwender, also von dem, der dann das Rezyklat weiterverwendet, was er mit dem Rezyklat machen möchte? Also werden die Daten abgefragt und wird dadurch dann auch ein aktives Matching betrieben? Ja, wert ist, das kann ich dir, Roman, hier zeigen. Das waren diese Gifts. Das, was du hier siehst, sind ja die Daten des Verwenders, also des Nachfragers. Okay. Es ist vielleicht in der Geschwindigkeit, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das siehst du jetzt gleich hier an der Stufe. Hier ist ja schon Processing Method, Source, ja, also okay. Quelle. Geht jetzt durch, kann das leider nicht kontrollieren. Aber klar, weil wir ja auch wissen, dass heute es Nachfrage gibt, die noch nicht im Markt bedient werden kann. Aber wir wie eine Art Schaukel versuchen, die ja immer besser zusammenzubringen. Was wir auch schon gesehen haben, ist übrigens, dass Markenentwickler und Konverter dann sich mit Lieferanten zusammentun, über die sie über die Plattform kennengelernt haben, gesagt haben, ich sehe, was ihr heute macht, können wir nicht mal gucken, ob wir die Qualität dahin bekommen, wo sie für mein Produkt relevant ist. Ja? Und da findet dann dieser Datenaustausch auch über das Verarbeitungsverfahren genau statt. Okay, ja cool, danke. Ich würde gerne Sabine Zimmermann aufrufen, die fragt nach der sozusagen auch eine Frage der Traceability bezüglich auch des Marketings. Frau Zimmermann, sind Sie da? Ja, hallo, ich bin hier. Wunderbar. Danke. Ja, ich wollte mal fragen, Sie haben kurz die Rolle von Traceability angesprochen. Gibt es dazu noch einen Mehrwert oder ist es mehr ein Marketingzweck? Man sieht ja oft, dass gerade Meeresplastik auf Produktpackungen angegeben wird, auch wenn es noch keine wirkliche zertifizierbare Standards dafür gibt. Wie sind Ihre Erfahrungen da? Oh, Meeresplastik ist natürlich ein besonderes Thema. Also zum einen die Antwort dazu, bei den Global Track and Trace denken wir nicht darüber nach, dass nur Lieferanten irgendwas eingeben und dann sagen, hier ist Track and Trace, vertrau mir mal, sondern eher, dass wir wieder, das meinte ich, mit Technologieanbietern zusammenarbeiten, beziehungsweise erste Piloten auch schon machen, dass wir gucken, wie kann denn zum Beispiel ein fälschungssichere Track and Trace ab der Abfallerzeugung gewährleistet werden. Also vielleicht nur als Stichworte hier, die Firmen zum Beispiel Holy Grail, Body Secure, wo es letztlich fälschungssicher eine Art Abbildung gibt, digitalisierte Abbildung dessen, wo ist der Abfall entstanden, wo ist der Kunststoff entstanden und das dann über die Plattform einzubinden. Das wäre dann wiederum Aufgabe des Drittanbieters und nicht von Surplus, weil das ist für sich ein eigenes Unternehmen, dieses Track and Trace zu bauen. Und Meeresplastik ganz spezifisch hat halt immer das Problem, sie gehen halt in die informellen Abfallsektoren. Aber auch dort gibt es ja mittlerweile Lösungsanbieter. Ich habe auch den einen oder anderen im Publikum gesehen, wo man relativ früh schon ab der Einsammlung des Abfalls vor Ort zeigen kann, wo wurde der Abfall eingesammelt, von wem, ja, ob das jetzt über eine App oder wo auch immer ist, sodass dann, wenn ich dann mein Ozeanplastik anbiete über die Plattform, muss man ja eigentlich in der Lage sein, diese Kette nachzeigen zu können. Und wenn Sie das nicht können, dann ist das wahrscheinlich eher Greenwashing. Wenn Sie es können, dann werden Sie auch heute schon viele Abnehmer für Ihr Material finden. Ja, wo wir gerade bei der Steuerung von Stoffströmen sind, Christian, das kam noch eine interessante Frage rein, mit der wir uns ja auch im Report schon gemeinsam beschäftigt haben, nämlich der Frage, brauchen wir mehr geschlossene Stoffkreisläufe? Ähnlich wie beim PET. Laura Jans, sind Sie da? Dann können Sie das gerade direkt selbst in die Diskussion bringen. Ja, ich bin da, aber viel mehr müsste ich eigentlich gar nicht zufügen. Sie haben das schon gut zusammengefasst. Und es gibt ja durchaus Anwendungen, wo der Rezyklateinsatz beispielsweise bei Lebensmittelverpackungen eher schwierig ist.
Und da wäre auch die Frage, inwieweit solche Plattformen durch entsprechende Produktdatenblätter, Spezifikationen etc. da dem ein bisschen Vorschub leisten könnte, ob das überhaupt möglich und denkbar ist oder ob Digitalisierung vielleicht auch anderweitig für diese geschlossenen Kreisläufe und die Nachverfolgbarkeit dieser Stoffströme genutzt werden könnte. Ja, super, danke für die Frage, sehr interessant. Wir haben mit einzelnen Kunden aus der Industrie, besprechen wir das unter den B2B-White-Label-Lösungen, dass wir eine Art perfekte Kopie von Surplus den Kunden zur Verfügung geben, dass die erstmal intern, industrieintern gucken, den Kreislauf zu schließen auf einen bestimmten Kunststoff, weil natürlich ist das der geschlossene Kreislauf in erster Linie der vorzugswürdige, wenn aus dem Polymer zum Polymer, wieder Polymer zum Polymer-Recycling für einen Bereich, für den der ursprünglich mal dieser Kunststoff gemacht worden ist, dann hat das grundsätzlich ökologische Benefits. Ja, alles mit Vorsicht zu genießen, aber grundsätzlich ist das so. Aber das Problem, was Sie dann ansprechen, ist selbst im Food-Grade-Bereich, würde ich sagen, noch nicht mal das Technologische, sondern mehr das Organisatorische, weil gerade PET ist ja der beste Beweis dafür, dass wenn wir Stoffkreisläufe wunderbar schließen, auch schon in der Abfallerzeugung, dass dann sogar Food-Grade-Qualitäten hergestellt werden können aus Produkten, die mal im Post-Consumer-Abfall waren. Nur das ist halt beim gelben Sack ein größeres Problem, weil sie halt da haben sie halt alles drin. Ne? Ist, ob dann die Lösung ist, hatten wir, Uwe war ja auch eine der Handlungsempfehlungen, ob man dann alles befanden sollte oder ob man andere Lösungen findet, wie man einfach diese Nachvollziehbarkeit der Stoffströme transparenter und sauberer macht. Absolut hat da Digitalisierung eine Rolle zu spielen. Ich habe da auch nicht die Silver Bullet, dass ich genau weiß, das ist jetzt die Lösung. Denn Kunststoffe sind unglaublich komplex. Am Ende des Tages können wir nicht für jeden Kunststoff ein Pfandsystem einführen. Und wir reden ja in erster Linie in der Debatte immer nur über Standardkunststoffe. Was ist denn mit den ganzen technischen Kunststoffen? Ja, oder auch den Kunststoffen, die auch technische Kunststoffe im Post-Consumer-Bereich waren. Ja, wie will man die bepfanden? Oder wie will man da? Da habe ich auch noch keine gute Lösung zu. Aber die hoffentlich positive Aussage, dass wenn wir dieses organisatorische Problem der fragmentierten Abfallmärkte in den Griff bekommen, dann wird noch viel mehr und viel bessere Rezyklatqualität möglich sein. Und zwar da, wo heute alle noch sagen, ja, Post-Consumer, gelber Sack, das und das, nie möglich, HDPE, gut, kriegen wir nicht hin. Ich wage zu behaupten, in 10 Jahren spätestens ist das auch möglich, aus den anderen Standardkunststoffen im Post-Consumer-Bereich Food-Grade-Qualitäten herstellen zu können. Wenn wir es denn wollen. Ja. Wenn alle Marktbeteiligten das machen. Ja, Isabel Henkel vom DGAW beschäftigt sich in 2 Anmerkungen, die sie in den Chat gepostet hat, mit dem Thema Steuerung von Stoffströmen auch. Zum einen fragt sie, ist sie optimistisch, was die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Rezyklaten angeht in der Zukunft, aber fragt, werden auch ausreichende Mengen da sein, vor allem in der geforderten Qualität? Und das ist ja was man auch aus der Industrie, Christian, immer öfter hört. Man sagt, ja, der Preis ist das eine, aber wir reden vielleicht viel zu viel über den Preis und viel zu wenig über die tatsächlichen verfügbaren Mengen in den entsprechenden Qualitäten. Wie siehst du das? Ja. Also muss ich aus der Praxis sagen, ist ein gemischtes Bild. Also es gibt tatsächlich die ein oder anderen Henk-Marken-Artikler, Herr Müller-Kirschbaum ist ja auch noch da, die wirklich Commitment haben und sagen, wir sind sogar bereit, einen Preisaufschlag zu akzeptieren. Aber tatsächlich ist dann an den Mengen scheitert, weil es halt die Recycling-Lücke heute da ist. Würde ich ganz großen Corporates würde ich mal sagen, ist das zutreffend, dass das Preis eine geringere Rolle spielt und die Verfügbarkeit das größte Problem ist. Aber klar, wenn man auf die KMUs geht und die kleineren und mittleren Brand-Owners, wo wirklich jeder Cent umgedreht werden muss, um da noch ein profitables Geschäftsmodell haben, klar ist das für den ein Thema. Der wird sagen, ich kann mir halt kein, um das mal als live, es ist öffentlich, deswegen kann ich das sagen hier von der Plattform, ich kann mir jetzt vom Systalen, grüner Punkt, Rezyklat, das irgendwie HDPE 2500 Euro die Tonne kostet, das ist halt fast 3-mal so viel wie die Neuware. Ja, und das ist für mich als kleiner Markenartikler schon ein Riesenthema. Und selbst das ist das Systalen heute noch nicht da, wo die Neuware ist. Ja, also wenn sie dann im Einkauf wirklich das Vierfache an Preis abdrücken müssen, dann ist das schon ein Thema. Ja, aber insofern haben natürlich auch die Großen und die mit den tieferen Taschen auch eine Verantwortung, Stichwort Procurement, dass sie das in gar keinen Markt in den Gang kriegen. Und übrigens auch die öffentliche Hand, die ja auch unglaubliche Mengen Kunststoff einkauft, dass dort auch ein Bewusstsein ist, dass wir kriegen den Markt nur geschlossen, wenn wir jetzt endlich auch die Zahlungsbereitschaft umsetzen in Innovations- und Forschungsförderung und Kapazitätsaufbau natürlich. Mhm. Daran anschließend finde ich eine Frage beziehungsweise auch eine Mischung aus Frage und Anmerkung von Lars Krause vom Nova-Institut ganz interessant. Herr Krause, sind Sie noch im Raum?
Ja, ich bin noch da. Ja, super. Vielleicht könnten Sie Ihre Anmerkung, die Sie schon relativ früh platziert haben, auch bezüglich das sozusagen dem Einfluss einer Handelsplattform auf die Stoffstromsteuerung, vor allem auch auf den Wettbewerb, der daraus um das beste Rezyklat entsteht, vielleicht nochmal in die Diskussion einbringen. Das finde ich passt sehr gut hierher. Ja, also im Grunde genommen finde ich eine solche Plattform aus Recycler-Sicht ja sehr vorteilhaft, wenn es darum geht, das Rezyklat wieder auf den Markt zu bringen, es zu vermarkten, sichtbar und verfügbar zu machen. Aber wenn man dann aus Recycler-Sicht ein bisschen mehr Richtung Upstream guckt, und da hat man ja verschiedene Abfallströme zur Verfügung. Und wenn man jetzt einfach noch die Abfallhierarchie im Hinterkopf behält, stellt sich mir auch die Frage, inwiefern ein freier Markt sinnvoll ist, weil es dann eine gewisse Konkurrenz gibt um die qualitativ hochwertigsten Abfallströme. Kann sowas realisiert werden auf seiner Online-Plattform, dass ein komplementärer Ansatz verfolgt wird, wo dann praktisch die verschiedenen Abfallströme zur bestmöglichen Technologie geleitet werden? Oder was passiert vielleicht auch mit Seitenabfallströmen? Also vielleicht ist ein Recycler nicht in der Lage, 100% des Inputs zu verarbeiten, hat halt auch noch Nebenströme, die vielleicht weiterverarbeitet werden können, die dann auch wieder mit in dieses System einfließen. Also hat man das auf dem Schirm bei so einem Design einer Plattform, dass man auch upstream sehr viel Verbesserungspotenzial hat? Oder wie kann sich so eine Plattform dahingehend entwickeln, dass das sinnvoll implementiert wird? Oh, das ist eine lange Frage mit vielen Komponenten. Also ja, haben wir auf jeden Fall im Blick, die Transparenz ja gerade zu schaffen, dass Abfallerzeugung, ich eigentlich weiß, dass das Material hinten heraus einen Preis Y erzielen kann, ist ja etwas, was gerade die Plattform liefern kann. Die Frage ist, wollen die Stufen dazwischen das? Ja, um das mal so ganz klar zu sagen, es gibt ja auch Vorteile durch Intransparenzen im Markt für bestimmte Marktteilnehmer. Ja, insofern sage ich Ihnen auch offen, werden wir nicht mit offenen Armen überall begrüßt in dieser Wertschöpfungskette. Ja, weil da man einfach Margen erzielt haben konnte im existierenden Markt, wo man heute schon profitabel war oder gute Geschäfte erzielen konnte, ohne diese Transparenz zu haben. Weil wenn ich die Transparenz bis runter hätte, bis runter zur Abfallerzeugung, dann wird der Abfallerzeuger ja auch irgendwann mal sagen, Moment mal, mit dem Material kann man doch gutes Geschäft machen. Ja, und dann ist halt, also klar, da sind wir noch weit von entfernt, dass jetzt jeder Abfallerzeuger zum eigenen Recycler wird, aber das ist natürlich etwas, was die Plattform ja kann. Wenn Sie Ihr Material einstellen, kann ich Ihnen aktiv sagen, denken wir drüber nach, Sie stellen heute einen HDPE-Abfall oder was auch immer, und die Plattform sagt Ihnen, Moment, es gibt hier interessante Abnahme hinten raus. Ja, aber dazu ist vielleicht noch erforderlich, dass wir folgende technische Parameter über den Kunststoffabfall wissen und dass du vielleicht in den folgenden Strom den gibst. Aber wenn du das kannst, dann hast du einen potenziellen Käufer für das Material zu einem Preis X, sodass eine Planbarkeit entsteht und du sagen kannst, okay, das macht also für mich Sinn, das Ding nicht in die Verbrennung zu fahren oder in den Export zu geben oder zum lokalen Entsorger einfach oder dem Zwischenhändler, sondern ich kann tatsächlich dann einen klugen Preis verschließen, aber wir brauchen dieses Preissignal von hinten raus auf jeden Fall. Und insofern, das macht die Plattform ja. Also insofern, ich hoffe, das war zumindest eine Teilantwort auf die Frage, ja. Ich meine schon, dass der Markt da eine große Lösung sein kann. Wenn denn, ein Satz dazu noch, eine gewisse, weil wir halt so einen dysfunktionalen Markt haben, wie auch vor 20 Jahren bei den erneuerbaren Energien, ein gewisser Markteingriff ist sicher erforderlich. Also ich würde mir wünschen, dass man die CO2-Bilanz der verschiedenen Recyclingverfahren im Blick behält und dass da es auch über den Preis gesteuert wird und auch in meines Erachtens müsste, weil wenn Sie mal die heute verfügbaren Recyclingtechnologien im Markt angucken, dann gibt es halt diejenigen, die sehr energieintensiv sind und diejenigen, die weniger energieintensiv sind. Und wenn man das in einer Logik einer CO2-Besteuerung oder sowas denkt, dann müssten ja eigentlich diejenigen, die am wenigsten energieeffizient sind, aber die qualitativ vergleichbar gute Ware herstellen können, vorzugswürdig auch preismäßig sein als diejenigen, die vielleicht noch einen Tacken besser in der Qualität sind, aber dann dreimal so teuer. Also da muss ich offen sagen, das ist etwas, was die Plattform nur begleiten kann. Wir können ja nicht Preise setzen. Wir können nur helfen. Wir haben tatsächlich, meine Damen und Herren, die Situation, das hätte ich nicht geglaubt, als wir diese Runde heute begonnen haben, dass wir erheblich mehr interessante Anmerkungen und Fragen haben, als wir sie jetzt tatsächlich bearbeiten und beantworten können. Das tut mir leid. Ich hatte Ihnen
anderes versprochen. Ich verspreche Ihnen aber, wir werden sie aufgreifen in Folgeformaten und es wird keine dieser interessanten Anmerkungen verloren gehen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich möchte noch zwei Fragen gerne in den Raum stellen, Christian, und bitte dich auch wirklich um kurze Antworten. Thielmann Fleur von Everwave fragt, nicht überraschend, du hattest eingangs auch eine Anmerkung gemacht, dass ihr euch schon auch für den informellen Sektor, also sprich für die nicht über offizielle Sammelsysteme gesammelten Kunststoffabfälle interessiert und da auch was entwickelt. Was habt ihr da in der Pipeline konkret? Oh, ganz kurz nur, also wir sind mit der Prevent Waste Alliance, haben wir zwei Förderprojekte gewonnen, die uns zum einen nach Südostasien bringen und zum anderen nach Mexiko. Und da geht es ganz konkret darum, dass wir mit einem Partner vor Ort, der den informellen Abfallsektor besser organisiert, quasi die Mengen sammelt, die sogenannte nicht Ozeanplastik, sondern Plastik, was in der Umwelt ist, zum Recycling führt und wir unterstützen, dieses Material vermarktbarer zu machen über die Plattform. Das wird in erster Linie einen lokal-regionalen Fokus haben, aber der Gedanke dahinter ist natürlich, dieses Material dann an den globalen Kunststoffmarkt mit anzuschließen. Also das kommt, Kickoff ist hier 1. April, da werden wir aber nochmal gesondert drüber kommunizieren. Super, danke. Dann würde ich gerne in die Runde fragen, ich sehe jetzt leider hier in meiner Moderationsansicht nicht alle Teilnehmenden. Frau Hoffmann, sind Sie noch im Raum? Ich fand Ihre Anmerkung auch noch ganz spannend und auch ein ganz guter Abbinder am Ende. Hallo Ermrein, ja, ich bin noch da. Hallo Frau Hoffmann, das wäre super. Würden Sie gerade nochmal, Sie haben vorhin nochmal dieses Thema Vergleichbarkeit angesprochen, auch von Rezyklat und Neuware, vielleicht könnten Sie das nochmal, diesen Aspekt nochmal einbringen. Meine Anmerkung, dass die Märkte völlig unterschiedlich sind. Ja, genau. Ja, also da gibt es ganz viele Facetten, die die Märkte sehr unterschiedlich und wenig vergleichbar machen. Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Recyclingmarkt vom Input lebt. Also der Input ist, wir sind nun ein Recycler von industriellen Abfallmengen, ist nicht konstant, schwankt und jedes industrielle Unternehmen hat das große Interesse, die Abfallmengen zu reduzieren, weil es ein Verlust ist. Ähnlich stelle ich mir das auch für den Post-Consumer-Abfall vor. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abfallströme von der Menge her vielleicht konstant bleiben übers Jahr, aber vielleicht gibt es im Sommer mehr Abfälle aus Softdrink-Getränkeflaschen. Also werden die Polymere und die Qualitäten über das Jahr schwanken. Das ist das eine. Das ist bei der Neuware völlig anders. Das zweite ist, ich kann Mengen nicht beliebig skalieren. Ich kann nicht sagen, ich ersetze, oder ich weiß zumindest kein Beispiel, ich weiß kein Beispiel, wo man eine sehr große Neuware-Menge 1:1 durch die Rezyklatmenge eines Recyclers ersetzen kann. Weil einfach die Quelle, nämlich der Abfall, nicht zuverlässig ist. Und da sehe ich oft Schwierigkeiten, wenn eine Diskussion sich immer nur am Einkauf aufhängt. Also es müssen ganz viele Faktoren berücksichtigt werden, damit ein Recyclingprojekt ein gutes Recyclingprojekt wird. Danke. Siehst du vermutlich ähnlich, ne? Sehe ich ähnlich, genau. Und ich meine, letztlich Vergleichbarkeit, Standardisierung geht ja genau in die Richtung, dass wenn Recycler A an Kapazitätsgrenzen stößt, kommen wir dahin, dass man sogar poolen kann von mehreren Lieferanten. Da schlagen heute viele Recycler die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das geht überhaupt nicht. Aber warum geht es nicht? Weil ja die Inputströme so stark und sich unterscheiden. Und dann ist natürlich die Frage an die Wertschöpfungskette wieder gerichtet, kann man das Problem schon bei der Kunststofferzeugung mit berücksichtigen? Stichwort Homogenisierung des Inputmaterials schon bei der Kunststofferzeugung, aber da, ja, das ist above my pay grade. Also ja, ich sehe das Problem, aber ich sehe noch nicht, dass das unmöglich sein sollte. Also mit Blick auf das, was in der Recyclingtechnologie kommt und wenn ich als Recycler meine Recycler ABC, mein Output-Produkt an bestimmten Spezifikationen ausrichten kann, die standardisierter sind als heute, dann sehe ich da die Möglichkeit, Input, also Rohstoff, Granulat von mehreren Recyclern zu poolen. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt durch die Realität, aber wenn das nicht geht, dann tritt genau das ein, was ich vorhin meinte. Dann ist auch Skalierung unmöglich. Lieber Christian, zunächst nochmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für diese, glaube ich, wie gesagt, auch wichtige und sehr intensive Diskussion heute und für deinen wertvollen Input. Das zunächst. Danke an Sie alle, meine Damen und Herren, dass auch Sie sich diese Zeit genommen haben, diese 90 Minuten. Der Zoom-Raum war tatsächlich voll. Wir haben die Kapazitäten unseres Zoom-Accounts gesprengt.
Im Namen des ganzen Teams vielen Dank. Christian, dir vielen Dank. Für heute gehen wir auseinander, aber wir sehen uns bald wieder. Die Einladung kommt.